aufpassen, was man rum erzählt. Hey, hey, GameCat hier. Willkommen zurück. Joa. Oh, es ist eine Weile her. Aber jetzt ist es endlich wieder Zeit. Also, Dickerchen, du hast das verloren, hab ich gehört. Das wird nicht so heiß. Ja, genau. Rauch auf. Rauch auf. Los geht's. Ich bin bereit. Wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Ja, ja, lauf noch. Lauf noch. Ich bin direkt hinter dir. Lauf noch. Ja. Kannst ruhig ein bisschen schneller laufen. Aber gut. So, das Ding ist halt, dass wir im Prinzip eigentlich schon fast da waren, wo er sein Büchlein verloren hat. Ich sage fast und meine, wir waren da schon. Aber ich habe mit Absicht das Büchlein da liegen lassen. Weil also im Prinzip sind alle Items schon sofort da. Also die spawnen nicht irgendwie erst, wenn die Quest aktiviert ist. Was ich eigentlich ganz gut finde. Weil, ne, wenn man dann aus Versehen mal was findet, dann hat man es halt gleich. So wie als wir in der Mine waren und ich schon das Zahnrad mir vorher mal gesnatcht hatte. Oh, Busch. Ja, passiert mir auch im Real Life ständig. genau. Ich muss noch mal ganz kurz speichern. Sekunde. So. Dann lauf mal, mein Guter. Lauf und lauf. Ich habe jetzt übrigens neue Kopfhörer. Die sind ein Traum. Ein wahrer Traum. Das sind Teufel-Kopfhörer. Teufel Massive, um genau zu sein. Und oh mein Gott, sie sind jeden Cent wert. Ich habe wirklich das Gefühl, ich trage gerade überhaupt keine Kopfhörer. Und trotzdem sind es die krassesten Kopfhörer, die ich jemals getragen habe. Also ich höre meine Umgebung überhaupt nicht mehr. Und dafür hier umso mehr. Also, mein Guter. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Mhm. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Genau, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Es freut mich, dass du daran denkst. Nur um nochmal sicher zu gehen. Du, okay, gut. Das akzeptiere ich. Aber nur, weil du nicht böse geworden bist. So, wir haben hier ja schon recht viel platt gemacht. Ich glaube, da drin sind vielleicht noch 3 Leute, wenn es hochkommt, wenn die überhaupt respawned sind, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so genau. Was hat uns eigentlich gefressen? Übrigens, ich sehe meine Lebensleiste gar nicht, weil mein Mikrofon im Weg ist. Ach, guck mal, da ist einer. Na. Ja. Ja, also das müsste ich. Okay, mal, vielleicht will ich mich. Ja, so geht's. Okay. Ist etwa nichts dabei, außer so eine dreckige Nagelkreide. Naja. Guti. Also ich glaube, der war in dem Teil hier. Nein, dann war es die ohne Schloss. Das muss ich jetzt mal überlegen. Die Goblins, da haben wir immer nach. Die Goblins wissen, wie man eine Truhe benutzt. Also irgendwie glaube ich das nicht. Ich glaube, dass die rausfinden, wie man einen Fisch aufspießt und den dann am Feuer grillt. Ja, so weit gehe ich noch mit. Dass die rauskriegen, wie eine Truhe funktioniert, vor allem halt auch eine, die abzuschließen ist, das glaube ich einfach mal so gar nicht. Naja. So. Na gut. So, dann haben wir das Büchlein schon besorgt. Das ging ruckzuck. Tja,
Und das bedeutet... Ich muss kurz nachdenken. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Kann ich dich jetzt umhauen? Reichweite reicht nicht. Ich bin gerade überlegen. Ich weiß, es ist irgendwann, gibt es einen Zwischenbericht, aber ich glaube dafür. Ich meine, es ist nichts Schlimmes. Also wir können es auf jeden Fall abgeben. Haben wir den Zwischenbericht schon abgegeben? Doch, den haben wir schon abgegeben, oder? Ja, genau. Und Raven war so undankbar wie eh und je. Dann haben wir das schon gemacht. Ja gut, dann... Dann Talas. Bin ich den ganzen Tag Zeit hier. So. Ach, ich weiß nicht, ob ich von dem Erfahrungspunkte kriege, wenn wir zurückgehen. Na los, nur ein Lauf halt. Anstrengender Kollege. Ja. Dann müssen wir nicht mehr zurück. Dann würde ich sagen, besorgt ihr schon mal ein bisschen Popcorn. Weil jetzt sollten wir alles haben, um die große Anrufung des Schläfers vorzubereiten. Und das ist schon mal was ziemlich Episches. Wenn du mich fragst. Talas. Warum kann ich dich nicht umhauen? Wer hat dich zu einem unsterblichen Unsterblichkeitstypen gemacht? Naja. Was? Hier sind wir wieder. Am besten du bringst den Almanach gleich zu Kurkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Ja, Mann. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Ach. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich stehe sogar. Jetzt vielleicht? Oder? Nee. Oh, shit. Okay, warte. Ich muss das ganz kurz besprechen. Noch einmal und du bist tot. Okay, wir laufen wohl um unser verdammtes Leben. Jesus, lauf. Okay. Das ist neu. Warum sind die so stark? So, ich weiß, es gibt eine Taste, um mich umzusehen, aber meistens kackt mir das Spiel dabei ab. Also, um hinter mich zu gucken, quasi. Das ist aber noch einer von beiden, oder? Oder? Jesus, du musst nicht so 100 Jahre hier hinter mir herrennen. Verdammt! Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Ja, ich war daneben. Okay. So macht man das. Danke dafür, ihr verdammten Anfänger. Muss ich erstmal irgendwo hinlegen und schlafen. Ich fühle mich nicht so gut. Ah, jetzt rutscht er mal. Egal, der Typ ist immer noch unsterblich. Das ist unfassbar. Egal, wir gehen gleich zu Korkalom. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt ein Bett? Hat der ein Bett bei sich? Egal, wenn nicht, gehen wir in einem der Hütten mit den Kollegen hier. Die haben da sicher nichts dagegen. Ja, Thomas. So. Okay. Heute ist echt überall gegen ran, ne? Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und... Naja gut, also es kann... Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern muss. So. Jo, einmal schlafen. Ja, jetzt ist besser.
Okay. Dann wollen wir mal. Der Geschichte muss wohl noch was dran sein. Ja, kriegt Korkalum das halt einen Tag später, ist jetzt auch nicht wieder tragisch. So, mein Goldstar. Möchtest du mit mir reden? Was willst du? Ach, ich weiß nicht. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Ja, das meinen die leider ernst. Also wir müssen noch mal schlafen gehen. Ich hab nicht mitgedacht. Bitte. Glück. Gut, bei Nacht ist Mitternacht gemeint. Dann wollen wir mal ein anderes Bett ausprobieren. So. Gut. Oh, jetzt ist es wieder so verdammt dunkel. Ah, haben wir noch irgendwie eine Fackel? Verschiedenes. Ich will eine Fackel. Fackel. Hier. Ganz viele sogar. Seid ihr immer noch am Quatschen? Ich renne in die falsche Richtung. Wir müssen hier links. So, zum Tempelvorplatz. Auf geht's. Sieht schon so gruselig da hinten aus. Na dann. Schauen wir mal. Bald hier. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Jo, damit sind wir im dritten Kapitel. Totenstill hier. Ja, was ist los? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte.
Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Ja, heb ihn doch mal auf. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Okay. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben. Dann. Das hatten wir schon, sorry. Hast du noch was zu sagen? Was willst du? Ich weiß nicht. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Gequatscht wird viel. Gib mir die Spruchrollen. Setze diese Zauber hier mit Bedacht ein. Okay. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Okay, schlafen wir erstmal bis zum nächsten Morgen, weil Himmel, Herr Gottes, sieht man ja hier gar nichts mehr hier und das geht ja nicht. Und es passt schon, ich meine. Iberion braucht das Bett offensichtlich nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn er einfach da rumliegt und wir, ja. Können uns hier ohne Probleme einfach mal hinlegen. Oh mein Gott, lass die Fackel liegen. So. Juri, dann, ja, auf zu Talas, dass der uns nochmal durch die Gegend schiebt. Mal gucken, ob wir ihn dann endlich, erleichtern dürfen. Immer am Rauchen, der Kollege, ey. Lass uns die Sache vergessen, okay? Ja, von mir aus. Koh-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Ja, wirklich. Na gut, komm mit. Das ist auch selten dämlich, ey. Da waren... Einer. Einer war da übrig. Einer. Naja. So, dann geht's jetzt in den Orkfriedhof. Ja, wir werden bestimmt auch wieder ein paar mehr Gegner hier in der Umgebung haben. Wir haben ja auch da wieder soweit alles halbwegs abgegrast. Dann schauen wir mal. Komm schon, gib mir wenigstens einen Scavenger. Irgendwas. Irgendwas. Ich sehe keine Gegner. In meinen Adleraugen. Ach, guck mal. Zusammengeschlagene Templer. ja, wir sind ein Held. Übrigens, ja. Nur falls das irgendwie mal nicht ganz deutlich war. Okay, also offensichtlich. Für Kapitel 3 wollen die nicht respawnen. Okay, okay. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Das ist vollkommen in Ordnung.
Wie lange brauchen wir denn eigentlich noch? Da. Ein bisschen nur noch. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen noch. Du bieg schon ab. Ich weiß ja, wo es hingeht. Ach, komm schon. Himmel, da hinten, da. Da willst du hin. Bieg ab. Dann gehst du. Geht doch. Geht doch. So, wunderbar, wunderbar. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Balukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Verdammt. Irgendwann kriege ich den noch.